das Messer nieder! Seid doch vernünftig. Hat ja keinen Zweck. Ja, Handgranaten? Ich gebe euch eine letzte Chance, Leute. Wenn ihr mit euch reden lasst, wir lassen auch mit uns reden. So ist wahr. So ist wahr. So was freut mein Vater seinen Sohn. So, jetzt Tür auf, Hände hoch. Wie viel seid ihr eigentlich da drin? Fünf, Herr Kommissar. Eins, zwei, drei. Ach, die Juwelen, Anna. Erkennt dich nicht, mein Kind. Vier. Wo steckt denn der Fünfte? Ach, Kinder, habt ihr keinen Spuk? Eine Reisepistole. Niemals an. Ausgerechnet eine Reisepistole. Jahrgang 1906, Kaliber 7,65. Wahrscheinlich hat der frühere Eigentümer, mit dem Sie doch befreundet waren. Nee. Nicht? Oh. Komisch. Hier steht, dass Sie dicke mit ihm befreundet waren. Und unterschrieben haben es der Karetzki, die Juwelen Anna und ihr Geliebter. Toten Freund verleugnet man nicht. Verleugnen ja ja nicht. Das ist er. Und dein Freund hat die olle Kanone wahrscheinlich behalten, weil er so gut auf sie eingeschossen war. Denn eigentlich sind ja die Dinger so ziemlich außer Kurs, wie? Bin kein Sachverständiger für Pistolen. Ja, stimmt. Sie sind mehr Sachverständiger für Autos. Was hat denn der Dr. Kramm eigentlich für eine Marke gefahren? Hanomag oder DKW? Wer? Der Dr. Kramm, den ihr beide aus dem Auto raus erledigt habt. Ich weiß ja nicht, wovon Sie sprechen, Herr Kommissar. So? Na ja. Miller. Nichts will ich. Ich kann nichts finden. Herrgott, Herrgott. Na, na. Aber Lilly, Mädel. Mädel, gutes Lilly. Lilly, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Eine schwache Möglichkeit. Wenn es uns gelingt, den Raum unter Wasser zu setzen. Unter Wasser? Ja, unter Wasser. Wo habe ich denn? Was suchst du denn, Tom? Mein Messer. Wasser mindert die Gewalt der Explosion. Da liegt es. Platz. Und vielleicht sprengt sie uns einen Ausweg. Und wenn nicht, Tom, was dann? Wenn das Wasser steigt und wir sind... Wir wollen es versuchen, Tom. Bitte sehr, Herr Kommissar. Danke. So. Also Sie wissen nichts von der Mordsache Kramm? Nee, Herr Kommissar. Von der Sache habe ich eben hier zum allerersten Mal gehört. Hm. Würde ich dir mal was zeigen. Komm mal her. Komm.
Sieh dir mal das Stillleben da an. Das Dings kennst du ja. Reisepistole, Kaliber 7,65, Jahrgang 1906. Hat deinem Freund gehört, hat sich damit erschossen, nicht wahr? Jawohl. Schön. Aber weißt du auch, was da drin ist? Nee. Na, dann sieh mal her. Und nun nimm dir mal das Vergrößerungsglas und guck dir die zwei Ostereier ganz genau an. Na, siehst du irgendeinen Unterschied? Nee. Nicht in die Ringe. Siehst du, mein Junge? Das eben ist das Merkwürdige an der Geschichte. Wir von der Polizei haben nämlich auch nicht den geringsten Unterschied entdecken können. Nicht unter der Lupe und nicht in der Fotografie. Die zwei Geschosse sind einander so vollkommen gleich, wie sie nur sein können, wenn sie aus ein und derselben Waffe abgefeuert wurden. Dabei stammt die eine Kugel aus dem Schädel des ermordeten Dr. Kamp und die andere aus der zerschmetterten Hirnschale deines Freundes Harry. Das war der, mein Junge. Sieh heute. Und jetzt möchte ich von dir wissen, warum dein Freund Harry den Dr. Kamp erschossen hat. Das will ich doch nicht, Herr Kommissar. Nee. Herr Kommissar, bitte mal durchschlagen. Ich weiß doch nicht, was der Harry für Luft da gekriegt hat. Er hat Luft gekriegt. Ich nicht, Herr Kommissar. Ich nicht, der Harry. Du nicht, schön, der Harry. Von ihm. Und natürlich doch nicht, Herr Kommissar. Ich habe den Mann in meinem Leben nicht gesehen. Aha. Jetzt kommt der große Unbekannte. Grüß Gott, tritt ein, bringt Glück herein. Der hat mir gerade noch gefehlt. Der Mann im Dunkeln, der Mann hinter der Kulisse. Also Sie wissen nicht, wie der Mann heißt. Auf Ehrengewissen, Herr Kommissar. Ich weiß nicht, wer dem Harry den Auftrag gegeben hat. Na, kann man eben nichts machen. Geben Sie halt zu Protokoll, was Sie von der ganzen Geschichte wissen. Jawohl, Herr Kommissar. Müller. Jawohl, Herr Kommissar. Also, die Sache war die, Herr Kriminalsekretär. Also kam da gerade... Also kam da gerade meinen Wagen gewaschen. Weil doch alles tipptopp sein muss, von wem die Konkurrenz heute da, nicht wahr? Und auf einmal, da klingelt das Telefon. Und da hatte ich dran und dann kam er wieder und sagte, dass wir den Wagen vom Dr. Kamm abfangen sollen. Und zwar da oben, wissen Sie, an der Kreuzung Kernerstraße, Griner Winkel. Na. Na. Und wir natürlich los. Und da kommt er auch schon den grünen Winkel lang getrudelt. Wachtmeister, führen Sie den Mann ab. Sagen Sie mal, Müller, liegt im grünen Winkel nicht die Irrenanstalt von Professor Baum? Jawohl, Herr Kommissar. Also hat der Dr. Kamm die letzten zwei Stunden... Sehen Sie mal nach, ob irgendwelche Polizeiakte von dem Irrenarzt Professor Dr. Baum existieren. Baum, Bertha Anna Ulrich Max. Wird nicht in den Akten geführt. Ja, das war ja schließlich... Dankeschön. Mach mir mal eine Verbindung mit Professor Baum.